Hey, yo, meine lieben Freunde, willkommen zu Stoneshire. Wir haben noch eine Welt vor uns, und zwar Desert. Und das werden wir jetzt natürlich erledigen. Warum hat es so lange gedauert? Ganz einfach. Ich wollte gerne auf ein Update warten. Jetzt kam ein Update und ich will mal gucken, ob sich irgendwas geändert hat. Und dazu gehen wir auf New Game. Hier haben wir ja schon Wald gehabt. Hier haben wir Tundra gehabt, also Schnee. Und hier gehen wir jetzt auf Desert. So, ach ja, wir müssen unseren Namen eingeben. Der ist sogar noch drinne. Sehr schön. Ja, Retro Andy ist richtig. Und da gucken wir wieder zu, wie die Welt erstellt wird. Und schauen mal, was denn Desert zu bieten hat und ob es irgendwelche Neuerungen gibt. Ich hoffe, ich habe die Steuerung noch so weit drauf. Die war ja etwas kompliziert. Und ich bin echt gespannt mit dem Update. So, jetzt warten wir aber erstmal ab, was hier jetzt so passiert. Also für eine Wüste sehe ich schon mal relativ viel Grün. Okay, wir haben Kakteen. Und viel Sand. Und da sehen wir schon Materialien. Ich glaube, das ist sogar die richtige Umgebung, um abzubauen. Und ansonsten, ja, das mit den Höhlen finde ich auf jeden Fall geil. Das gefällt mir richtig gut. Das habe ich in den anderen vermisst. Wie konnte ich denn hier springen? Hallo? Springen? Ach da. Gut. Ja, wie gesagt, ist jetzt eine Weile her, deswegen muss ich erstmal gucken, wie die Steuerung ist. Aber das mit den Höhlen ist cool. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zum Krampf. Wie ging denn das jetzt mit dem... Ach so, alles klar. Gut. Gut, alles gut. Hat funktioniert. Also wenn ihr wissen wollt, wie man hier von der Steuerung her handhabt, beziehungsweise das Inventar richtig handhabt, dann guckt euch das erste Video der Reihe an. Da erkläre ich das. Und wir fangen jetzt mal hier fröhlich, freudig an, abzubauen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich habe jetzt, das Spiel richtig, richtig leise gedreht und trotzdem war es noch relativ hardcore laut. Da müssen wir mal gucken, dass das soweit funktioniert und das hier funktioniert. Doch, es funktioniert. Also mit meiner normalen Spitzhacke funktioniert's. So, jetzt haben wir schon ein bisschen was gekriegt. Ich glaube, das war Erz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier unten haben wir auf jeden Fall Silber. Also wenn das jetzt... Nein, das geht nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt abbaubar ist, dann haben sie das dran geändert. So, hier haben wir Grünzeug. Und noch mehr Silber. Also für Silber brauchen wir wahrscheinlich eine Erzspitzhacke. Und wir brauchen aber jetzt erstmal Holz. Für ein bisschen Licht. Also das Grundprinzip ist ja eigentlich bekannt. Wie gesagt, in den ersten Videos seht ihr das. Und die ersten zwei Videos, also ihr habt nicht viel zu gucken. Und zwar, es ist wie Minecraft aufgebaut. Aber es fehlt natürlich einiges. Es hat einige Schwächen. Schaut mal, wenn ich jetzt mich schnell bewege, wie es ruckelt. Halt. So. Na, no, jetzt ruckelt es nicht. Vorführeffekt, jetzt ruckelt es nicht. Das ist natürlich geil. So, was konnten wir denn jetzt aus dem Holz machen? Jetzt muss ich mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall Fackeln und dafür brauchte ich Holz. So, wie war denn das jetzt? Jetzt geht es nämlich wieder los mit den Problemen. Sagen wir mal so. Woodplank. Ah, genau. Okay, also ich fummel hier gerade am Gamepad rum, deswegen wundert euch nicht. So, jetzt habe ich Woodplank, 5 Stück. Copperblock. Glasblock. Also, Fackel haben wir auf jeden Fall schon mal. Und die würde ich gerne mir ins Inventar reinschieben. Irgendwie. Und da habe ich sie schon.
So, ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, und ihr seht hier meinen Eisstab. Das ist eine Fackel. Sieht nicht so aus. Am liebsten möchte ich dran lecken, aber es ist eine Fackel. So, da setzen wir einmal da Licht. Ah, jetzt merkt man, dass es ruckelt. Umso mehr auf dem Bildschirm los ist, umso mehr fängt es an zu ruckeln. So, dann setzen wir hier noch eine hin. Zack. Alles schön, alles gut. Aber wie machst du das jetzt mit dem Eisen? Jetzt gucke ich nochmal hier beim Eisen. Naja, nehmen wir das mal und haben jetzt keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Aha. Ich hätte gerne eine Eisenspitzhacke. So, Stein, Eisen. Dafür brauche ich einen Iron Block und einen Wood Plank. Wood Planks habe ich jetzt aufgebraucht. Wo ist mein Iron Block? Da ist ein Iron Block, dafür brauche ich Iron Ore. Wo ist das jetzt hin? Das war blöd. Das habe ich jetzt natürlich verschwendet. Deswegen gehen wir nochmal hoch und gucken mal, ob ich noch irgendwo ein bisschen Eisen finde. Wir wollen ja uns auch hier ein bisschen umschauen. Ich kann ja mal gucken, ob jetzt die Welt größer geworden ist oder ob sie immer noch begrenzt ist. Vielleicht haben sie das ja geändert, aber es sieht. Nein. Die Welt ist begrenzt. Also das wurde nicht geändert. Bis jetzt sehe ich nicht, was irgendwie hier geändert wurde. So, zweimal Eisen. Zweimal Eisen, zweimal Eisen. Finde ich hier noch was? Ja. Also Eisen scheint hier relativ häufig vorzukommen. Das ist jetzt nicht verkehrt, muss ich sagen. Da ist noch mehr. So, mit Sand kann man bestimmt auch wieder Glas machen. So. Und das noch. Fertig. Halt. Ich habe da noch eins gesehen. Und ich als Sammler bin da immer ein bisschen heftig. Deswegen nehmen wir das natürlich auch noch mit. Zack. Ja, jetzt seht ihr, dass es ruckelt und wackelt und teilweise einfriert. Ja. Ich habe den Stick komplett durchgedrückt und trotzdem ruckelt und wackelt alles. Und so sollte es im Prinzip eigentlich nicht sein. So macht man kein Spiel. Jedenfalls kein fertiges Spiel. Das nervt mich ein bisschen, dass das hier ein fertiges Spiel ist. Hey, die will ich haben. Hallo. Durch das Ruckeln rennt man natürlich auch an den Sachen vorbei, die man einsammeln will. Das ist auch sehr blöd. Aber nun gut. Jetzt gucke ich nochmal. Ich brauche einen Iron Block. Dafür brauche ich Iron Ore. Wo ist es denn? Wo zum Teufel ist es? Ich finde es nicht. Also im Moment können wir noch nichts machen. Das ist immer noch Silber. Ja gut, ist jetzt auch nicht weiter wild. Ich will euch ja im Prinzip das Spiel nur zeigen und deswegen laufen wir jetzt mal hier rum und gucken mal, was es hier so alles zu entdecken gibt und gehen mal ein bisschen in die Höhlen rein. Wenn ihr hier Gegner erwartet, das könnt ihr komplett vergessen. Also Gegner gibt es in dem Spiel nicht, was ich sehr, sehr schade finde, was ich auch schon bei Discovery sehr schade finde. Aber bei Discovery, genau wie hier, gibt es immer mal Updates. Nur bei Discovery habe ich die Hoffnung, dass da sowas wie Gegner dazukommt und dass dort diverse Sachen dazukommen, die halt wirklich interessant sein können. Die das Spiel dann auch wirklich richtig, richtig nice machen. Aber hier. Hier bin ich mir nicht ganz so sicher. Man muss aber auch immer bedenken, dieses Spiel, als ich es jetzt gekauft habe, ich weiß nicht, was es jetzt kostet. Müsst ihr mal gucken im eShop. Dieses Spiel hat mich 1 € gekostet und ich sag mal, für 1 €, wenn man einfach nur ein bisschen was bauen möchte, ist das schon okay. Obwohl ich da auch sagen muss, dafür ist die Fläche, die man hier hat, nicht sonderlich groß. Weil wir sind natürlich hier sehr begrenzt und es sieht alles so, weiß ich nicht, so
so statisch und es wirkt alles komisch. So, jetzt machen wir hier eine Fackel hin. Wird es ja auch hell. Oh, jetzt wird's hell. Es dauert alles sehr, sehr lange und. Gut, gut, gut. Aber wartet mal, ich habe glaube gerade Mist gemacht. Ich baue mir mal Stein ab und mache mal eine Steinspitzhacke, weil das, was ich jetzt habe, weiß ich nicht, was das für eine Spitzhacke ist. Jetzt dachte ich, jetzt passiert hier irgendwas, aber nee, es ist die Musik, die kommt. Auch sehr komisch, die ganze Zeit ist das Spiel leise und dann kommt zwischendurch mal Musik. Seltsam. Ernsthaft, das ist sehr, sehr seltsam. So. Jetzt haben wir ein klein wenig Stein und jetzt werde ich mal versuchen, mir eine Steinspitzhacke zusammenzuzimmern. Dafür brauche ich Wood und ja, müsste da eigentlich funktionieren. Ja, würde ich gerne. Wäre nett, mach. Es ist echt sehr, sehr seltsam. So. Und jetzt müsste es eigentlich so funktionieren. Es funktioniert aber nicht. Einmal Stein, einmal Wood Plank. Wir haben im Inventar Stein und okay, das ist kein Wood Plank. Vielleicht wurden auch neue Lieder eingefügt. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich jetzt natürlich nicht. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, ihr seht im Moment gerade leider nichts. Ich habe mir eine Tür gebastelt. Das finde ich auch sehr lustig. Wie ich das auch immer gemacht habe. So, jetzt gehe ich wieder auf mein Crafting. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue, aber ich habe mir eine Tür zusammengezimmert. Also ihr müsst das selber mal durchblicken, auch solange dieses Spiel nicht unbedingt Spaß macht, werde ich hier auch den Teufel tun. Würdest du die Tür auch irgendwo hinsetzen? Das wäre sehr nett. Werde ich den Teufel tun, um irgendwie mir hier groß Mühe zu geben, dass ich hier herausfinde, was hier alles so zu machen ist und wie es genau funktioniert. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig umständlich. Ich weiß nicht, warum man das so machen muss, aber ich hoffe natürlich, dass das geändert wird. Weil sonst, ja, denke ich, sieht schlecht aus für das Spiel. Was es im Moment schon leider, ja, wie es im Moment schon leider für das Spiel aussieht. Denn ich kann es nicht empfehlen. 1 Euro ist nicht viel. Jetzt haben wir eine Tür. Cool. Kommt ja auch raus. Lass mich raus. Danke. 1 Euro ist nicht viel, aber es ist trotzdem halt. So, wir haben eine Tür. Cool. Aber wozu eine Tür, wenn wir keine Gegner haben? Und das ist das Problem bei dem Spiel. Es macht so keinen Spaß. Es gibt, glaube ich, nicht viele Leute, die einfach nur irgendwas aufbauen wollen. Und wie gesagt, es gibt dann Alternativen, wo man dann doch mehr aufbauen kann oder besser aufbauen kann. Und das ist einfach das ganze Problem. Nehmen wir zum Beispiel, ja, Minecraft. Klar, Minecraft kostet ein bisschen mehr, aber da kann man natürlich richtig viel aufbauen. Und es ist alles wirklich gut angepasst, dass es auch Spaß macht. Nehmen wir zum Beispiel Cube Life, was auf der Wii rausgekommen ist. Und da kann man natürlich auch aufbauen, sogar ohne die Kannibalen. Und ja, und das ist auch sehr, sehr geil gemacht. Und dann gibt es ja noch Discovery. So. Dann gibt es noch Discovery, da kann man aufbauen. Da gibt es zwar kein, ja, nichts anderes, was man da machen kann. Aber man kann halt aufbauen und das ist auch relativ gut gemacht. Und da soll jetzt ein riesen Update kommen. Es ist noch nicht da, deswegen kann ich das noch nicht bewerten. Aber wenn es wirklich alles so kommt, dann denke ich mal, macht das richtig, richtig Laune. Und dann muss natürlich halt Stoneshire
irgendwie hinterher. Und das sieht im Moment nicht so aus, als ob da was passiert. Dann kann es sein, dass es noch mehr Spiele gibt, die irgendwann rauskommen. Ucraft steht in den Startlöchern. Das soll ja auch richtig, richtig gut werden, laut den Entwicklern von Ucraft. Das ist aber immer so. Und bei Stone Shire hieß es damals auch, ja, das, dies, jenes, es soll so und so sein. Gut, es ist so und so geworden, aber die Leute stellen sich halt immer viele andere Sachen vor, weil es wird natürlich immer an Minecraft gemessen. Ist ein bisschen blöd, ist aber nun mal so und deswegen muss man da schon ein bisschen mehr bringen als das hier. Und das wirkt für mich hier wirklich nur wie eine Demo-Version. Und das kann man nicht machen. Man kann nicht ein Spiel auf den Markt bringen, was eigentlich nicht fertig ist. Komme ich jetzt hier irgendwie wieder hoch? Das wäre sehr nett. Und während ich hier versuche hochzukommen, grabe ich ja immer mehr Erze frei. Da haben wir wieder was. Und jetzt sind wir wieder oben. Also ich muss sagen, von der Musik her sieht sehr gut aus, ja. Hört sich sehr gut an. Musik kann man auf keinen Fall bemängeln. Von der Grafik her ist es eigentlich auch okay, das, was sie so haben an Texturen und das, was man zur Verfügung hat. Aber wie das alles zusammengestellt wird und zusammengewürfelt wird, gefällt mir nicht unbedingt. Vor allem die Tannenbäume, das habe ich schon in der Tundra gesagt, die Tannenbäume, die sehen alle gleich aus, haben halt nur andere Baumstämme von der Länge her. Und ich weiß nicht, da hätte man ruhig ein paar andere Bäume nehmen können, ein paar andere Tannenbäume oder andere Sachen. Das gefällt mir so nicht. Steuerung muss definitiv angepasst werden, das gefällt mir auf keinen Fall. Ich meine, klar, wenn man jetzt hier so das sieht, oder machen wir mal noch das weg. So, und guckt jetzt hier in die Höhle rein, das sieht natürlich richtig, richtig geil aus. So. So kann man natürlich schön Werbung für ein Spiel machen, das sieht sehr, sehr cool aus. Aber ihr seht, das kann natürlich auch täuschen. Deswegen, ich empfehle immer bei Spielen erst zu gucken, guckt bei euren Let's Playern, bei euren Lieblings-Let's Playern. Oder wenn die das Spiel nicht gespielt haben, fragt sie, ob sie es haben. Ich habe auch so viele Spiele, die ich, ja, die ich habe, aber ihr wisst halt nicht, dass ich diese Spiele habe, weil ich sie bis jetzt noch nicht öffentlich gespielt habe. Viele werde ich auch nicht öffentlich spielen und deswegen. Da fragt immer eure YouTuber, vielleicht antworten sie euch, besonders viel Chance habt ihr bei YouTubern, die noch nicht so viele Abonnenten haben, dass die euch antworten. Aber ansonsten, so, jetzt sind wir ja am höchsten Punkt. Nein, sind wir nicht, aber ist egal. Ihr seht, von der Grafik her finde ich es okay. Es wirkt aber alles gleich. Also hier ist nichts Besonderes, es gibt kein Leben, es ist alles tot. Ihr seht auch hier die Begrenzung, wie groß das alles ist. Also viel ist hier nicht. Wenn man jetzt hier wirklich ein Schloss oder so bauen will, ja, dann hat man nicht wirklich viel Platz, um hier ein Schloss zu bauen. Und vor allem muss man halt viel ausfüllen und viel abbauen. Ich weiß nicht, das, was man abbaut und dann wieder verwenden will, es bleibt ja dann nichts mehr übrig. Also im Endeffekt. Stone Shire muss ich jetzt sagen, abschließend und auch nach dem Update, wo irgendwie nichts passiert ist, ich kann es nicht wirklich empfehlen. Es kostet nur 1 Euro. 1 Euro ist nicht viel, selbst als Taschengeld oder halt, wenn man kein Geld verdient, noch jünger ist, ist 1 Euro nicht viel. Ich weiß nicht, was es jetzt kostet, aber bei mir hat es halt 1 Euro gekostet. Ansonsten wartet darauf, bis es mal wieder 1 Euro kostet. Und ich finde, 1 Euro kann man ruhig mal dafür ausgeben, wenn man ein bisschen was mit so einem Spiel anfangen kann. Also mit der Art des Spieles. Und da kann man sich das Spiel dann auf jeden Fall holen und kann ein bisschen rumprobieren, kann ein bisschen spielen. Weil es kann natürlich sein, und das sage ich immer wieder bei den kleinen Indie-Entwicklern, die entwickeln ein Spiel und wir stürzen uns jetzt mal hier in den Tod. Ha, geht nicht. Toll. Nee, das wusste ich. Da es ja keine Gegner gibt, warum sollte man sterben können? Ja, Indie-Entwickler, gerade kleine oder einzelne Personen, die entwickeln ein Spiel, haben nicht viel Geld und deswegen passiert's halt oder ist halt leider so, dass die Spiele nicht wirklich fertig sind oder nicht wirklich fertig wirken und dann stückchenweise immer wieder Updates kriegen, wo dann erweitert wird und erweitert wird. Und hier kann das dann auch der Fall sein, denn ich erinnere mich zurück an Cube Life. Ich habe mir das Spiel geholt, als es rauskam. Da gab es noch nicht sehr viel. Da waren viele, viele Fehler und viele, viele Bugs.
Und inzwischen wurde schon viel dazu gemacht und vieles wurde entfernt von den Fehlern. Und ich habe nicht einen Cent mehr dafür bezahlt, sondern ich hatte den Startpreis bezahlt damals und die ganzen Updates habe ich völlig umsonst dazu bekommen. Und so kann es natürlich hier auch sein. Vielleicht ist das irgendwann so ein Spiel, was Minecraft wirklich gefährlich werden kann. Und dann habt ihr es gekriegt. Was ist denn das? Was habe ich denn hier gefunden? Das gucken wir uns noch an. Und dann habt ihr wirklich ein Spiel für 1 Euro, was absolut top ist. Soll das Wasser sein? Also wenn es so nach Minecraft geht, aber hier bewegt sich halt gerade nichts. Was ist das? Surprise, surprise. Überraschung. Also erinnert mich wirklich an die Lava von Minecraft. Ja, das ist Wasser. Okay, wir haben eine Quelle gefunden. Passiert das jetzt auch? Geht's oder geht's nicht? Ich glaube nämlich, es ist nicht möglich. Nein, das habe ich mir gedacht. Das ist. Oh doch, doch, doch. Es dauert ein bisschen, also das Spiel hat ein bisschen zu tun, aber ihr seht, das Wasser fließt weiter. Ja, das ist doch ganz cool. Also das finde ich schon mal ganz nett. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und solche Sachen muss es öfters geben. Und vor allem muss es in so einem Spiel, muss es Sachen geben, warum man das Spiel immer wieder anmacht. Denn für mich gibt es bis jetzt keinen Grund. Es muss ja immer mal was versteckt sein. Wenn es nur Truhen sind oder wenn es irgendwie ein Häuschen ist und da ist ein Typ drinne und der redet mit euch 3 Sätze oder sonst irgendwas. Sowas erwarte ich irgendwie. Oder auf sowas hoffe ich, weil das macht das Spiel dann interessant, wenn hier eine Riesenwelt ist. Ich meine, die Welt könnte man vergrößern, unendlich groß machen. Es muss ja nicht viel drinne passieren. Aber wenn irgendwo ein verstecktes Häuschen ist oder ein paar Schatztruhen oder vielleicht auch nur eine besondere Blume, die irgendwo steht und leuchtet, das sind alles so Sachen, deswegen spielt man solche Spiele, um zu entdecken und um zu erkunden. Und das macht solche Spiele interessant. Also bin ich wirklich gespannt, was hier noch möglich ist. Ich weiß nicht, wann ich das Spiel mal wieder anmachen werde, wann ich mal wieder reinschauen werde und was es dann für Neuerungen gibt. Aber ich denke, das wird eine ganze, ganze Weile dauern. Denn das nächste Update, keine Ahnung, wann es kommt. Und es werden immer nur Kleinigkeiten sein, die halt hier gefixt werden. Und ich weiß auch nicht, ob derjenige, der das Spiel gemacht hat, oder diejenigen, die das Spiel gemacht haben, wenn die nicht so viel Erfolg mit dem Spiel haben, überhaupt noch weiter an dem Spiel arbeiten. Das bringt die Zukunft. Und ihr seht's aber dann bei mir auf jeden Fall. Ich schaue immer mal da rein. Und wenn da was kommt, seht ihr das Video auf meinem Kanal. Genau wie dieses Video. Und das war's jetzt hier soweit. Ich danke euch fürs Zusehen und schreibt mir mal eure Meinung zu dem Spiel. Und wie gesagt, bedenkt, das ist ein kleines Spiel, es kostet nur 1 Euro und ist wahrscheinlich nur von einer Person entwickelt worden, wo aber immer wieder Updates kommen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, nicht das Spiel, sondern das Video, dann gebt mir einen Daumen nach oben und ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dann, ciao!